Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Ich bin 61 Jahre, nehme seit 5 Jahren Wechseljahre naturidentische Hormone, 125 Milligramm Progesteron und 0,5 Milligramm Estradiol. Eine Freundin von mir macht mich derzeit unsicher mit ihrer Anti-Haltung zu Hormonen allgemein. Ich habe jetzt mal für ein paar Monate die Hormone abgesetzt und stelle fest, dass Herzrhythmusstörungen und leichte Hitzewellungen eintreten. Vor einigen Tagen habe ich wieder angefangen, sie zu nehmen und stelle fest, dass der Herzrhythmus wieder sauber wird. Da mein Frauenarzt leider verstorben ist, weiß ich derzeit nicht, wen ich fragen soll. Ja, der letzte Satz biegt das wieder gut hin, weil ich sage, Mensch, bitte da nicht alleine dran rumfummeln. Also die Hormonschraube ist auch bei mir eine heilige Schraube. An der sollte man nicht mal einfach so hoch und runter drehen, so experimentell. Deshalb würde ich das bitte immer in die Hand eines dann auch wirklich erfahrenen Kollegen, der sich eben mit Endokrinologie, also der Hormonlehre, auskennt. Ich habe hier in Hamburg, ich sag mal so, jemanden gefunden, Gott sei Dank, die macht den ganzen Tag nichts anderes. So dass ich weiß, da schicke ich alle Damen von Assistentin, Ehefrau und alle anderen Frauen hin, die dann eben mal durchgecheckt werden dort, was mit den Hormonen da so los ist. Ne? Und das ist Gold wert. Und deshalb, da kann ich nur sagen, ab zum Spezialisten, ja, und nicht alleine dran rumfummeln. Und zu der Ausgangsfrage, unsicher gemacht von der Freundin wegen Hormonen. Also, immer die Frage, gibt es eine naturnahe Variante? Ihr könnt sowieso über jede Frage, über jede Entscheidung, die ihr treffen müsst, könnt ihr einen wichtigen Merksatz oder einen wichtigen Grundsatz drüber packen. Mit welcher Entscheidung bin ich wieder dichter an Mutter Natur? Mit welcher Entscheidung bin ich dichter bei Mutter Natur? Also wenn ich ein synthetisches Hormon und ein naturidentisches Hormon im Vergleich habe, ist ja klar, was ich wähle. Okay. Und wenn es eine Pflanze gäbe, die zum Beispiel auch nachgewiesenermaßen den Progesteronmangel beheben kann, bis zu einem bestimmten Grad sozusagen, dann würde ich das erst versuchen. Ja? Also die Maca-Wurzel oder die Yams-Wurzel für Progesteron, zum Beispiel, also Maca für Testosteronmangel, die Yams-Wurzel zum Beispiel beim Progesteronmangel, sowas kann man ja auch erstmal. Das ist dann dichter an Mutter Natur als vielleicht ein synthetisches Hormon. Also wenn die Freundin die synthetischen Hormone gemeint hat, ja, bin ich auch dabei, immer Vorsicht, ja. Ihr kennt ja alle diese eine Fehlentwicklung damals, wo man allen Frauen ja fast automatisch Hormone gegeben hat, synthetische Hormone gegeben hat, wegen der Wechseljahresbeschwerden und dann, ups, auf einmal feststellt, oh, die kriegen ja alle vermehrt Brustkrebs. Ne? Deshalb da an der Mutter Natur da so reinzufuschen von außen. Ich favorisiere immer erstmal zu gucken, gibt es da nicht doch irgendwas, was wir anders lösen können, entweder über pflanzliche Stoffe von außen oder mal wieder der innere Arzt, der ja zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge, in der richtigen Dosierung also und in der richtigen Temperatur das Richtige liefert. Also wenn der alles hat, dann kann der auch im höheren Alter ja dann auch die Hormonproduktion nehmen. Und in meiner Welt muss also keiner wegen eines Hormonmangels leiden. Wenn diese Dinge ausgeschöpft sind, was jetzt über Pflanzen kommen könnte, dann darf man gern auch über naturidentische Hormonersatztherapie nachdenken. Super. Yams-Wurzel wird in der Leber zu etwas völlig anderem verarbeitet als Progesteron, wird hier gerade gesagt. Ja, das ist ja auch nur, das ist ja kein reines Progesteron. Ja, das ist ja nur so ein Stimulus. Ja, oft nehmen wir Dinge ein, die letztendlich am Ende etwas anregen und das Endprodukt wird dann verstärkt produziert. Und die Yams-Wurzel ist für Progesteron und für Testosteron ist es was? Es war nicht Testosteron, sondern die Maca-Wurzel, Maca, M-A-C-A, Maca-Wurzel, das wäre so ein natürlicher Testosteron-Ersatz, klingt eben halt nicht, ist eigentlich nicht das richtige Wort, ne? Testosteron-Stimulus. Ja? Aber für Testosteron braucht man, wie für die anderen Hormone auch, braucht man eben zum Beispiel Eiweiß und Zink. Und dann für Testosteron noch ein gewissen Muskelstimulus, also gewisse Myokine müssen freigesetzt werden. Dann kann auch beim älteren Mann, aber auch bei der Frau Ü30 noch Testosteron gebaut werden. Und Testosteron brauchen Männer wie Frauen. Super. So, und dann bist du grundsätzlich den naturidentischen Hormonen gegenüber positiv eingestellt oder nicht? Positiv eingestellt. Alles klar.
Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.